Und wenn ich jetzt mal so dreist bin und hier den Fertilizer rausklaue, dann wird jetzt hier, wie man sieht, leuchtet die Crafting Pipe, weil das da vorne sagt jetzt dem System, ich brauche Fertilizer. Jetzt checkt das System sinnvollerweise gleich noch Sand hinterher, 4 Stück. Jetzt wird hier Fertilizer gecraftet. Und der wird dann jetzt. Warten Sie. Ich finde gerade meinen Schuh nicht. Der kommt jetzt hier raus. Und sollte hier hingehen, wo es gerequestet wurde. Es sind jetzt leider erst 4. Der Rest kommt noch. Und findet nicht so ganz sein Ziel teilweise. Also man sieht ja schon, es ist nicht gerade schnell, das Ganze jetzt hier unten. Aber ja, hier unten muss es auch nicht schnell sein. Jetzt sind schon mal 11 drin. Jetzt sind es 13. Dauert alles ein bisschen, aber es funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt eine automatische Produktion von Fertilizer, insofern genug da ist. Und jedes Mal, wenn halt quasi die Produktion unter 16 geht, also wenn halt meine Farmen so viel verbrauchen, dass nur 16 da sind, dann wird halt hier automatisch welche gecraftet. Also hier 10 Requeste, dann ist die Request successful. Das heißt, ich kann mir den auch so bestellen, in der gecrafteten Form. Dafür wird dann jetzt hier wieder die Crafting Pipe benutzt und oh, wow. Damit hätte ich auch rechnen können, dass sowas hier passiert. Ich brauche hier oben nicht mehr den Umweg über die Kiste. Fail. Das wird einfach hier direkt eingespeist. Das ist natürlich auch sinnvoll. Ja. Ja, gut. Hab ich gesagt, dass das gewollt ist? Hab ich nicht. Weil ist auch nicht gewollt. Fail. So, nun geht das aber. Jetzt wird auch alles hier schön oldschool nach wie vor in die Kiste gepackt. Das kann ich hier auch mal ein bisschen ästhetisch machen, alles. Ich weiß nicht, soll ich hier den Gang einfach noch ein bisschen ausgekleidet lassen, so für Marvel und so? Ich meine, die Möglichkeiten hätte ich ja hier mit Fassaden ein bisschen rumzuwursteln, dass das gut ausgeht hier. So. Zieh mal halt hier so alles voll hochtechnologisiert und mit Röhren ausgestattet an der Stelle. Oh, wait. Strom. So, nun läuft auch hier mal der Ofen. Die Farmen laufen nur auch endlich. Wieder. Ja, jetzt geht's ja auch mal rund. Es funktioniert endlich alles. Hoffentlich. Soweit. Ah ja, genau, was ich jetzt noch nachschauen wollte. Der Fertilizer. Wenn ich jetzt hier mal reinschaue. Wir haben jetzt hier auch 6 Fertilizer drin. Vielleicht, weil 4 bereits wieder für die Farm benutzt wurden. Egal, wir sortieren jetzt hier mal ein paar Sachen wieder ein. Basically also this. Und die Red Spruce Setzlinge, die brauchen wir halt wirklich nie.
Ist halt leider echt so. Das ist ein Forestry-Produkt, die werden nur hier erzeugt, in dieser Farm. Und woanders brauchen wir nie wieder im Leben Holz. Wofür bräuchten wir Holz? So, der Ofen läuft. Hinten alles sehr rohrlastig. Und es leckt erstaunlich wenig dafür, dass hier 5 Milliarden Rohre sind. Muss ich echt dazu sagen. Überrascht mich fast ein bisschen. What I wanna do ist. Ich weiß nicht, ob das geht. Aber mein Traum wäre natürlich, wenn ich hier. Oh shit, nee, dafür bräuchte ich ja 1000 Assembly Table. Warte, das könnte man eigentlich auch angehen. Das könnte man machen, dass ich hier das Podest wegreiße. Beziehungsweise hier noch, keine Ahnung, irgendwie noch ein paar Assembly Table ranklatsche. An den Rand und dann automatisch mit dem Assembly Table, mit den Recipes. Also einerseits diese Cobblestone Construction Walls. Die kann ich sowieso automatisch craften. Dann aus denen und dem hier Zeug hier die Assembly Tables. Ich werde definitiv irgendwann eine schöne Folge machen, wo ich das Auto-Crafting-System bastel. Sinnvoll. Aber zunächst brauche ich ein bisschen. Ach so. Ich habe das ja hier gerequestet, ich Idiot. Genial. Ah, genau, was anderes. Ich sollte dann vielleicht hier noch. Ah, jetzt. Jetzt weiß ich auch die tollen Export-Pipes, wie die heißen. Jetzt kann ich sogar da oben an meine Enderkiste endlich mein Limestone exportieren, dass ich auch Limestone und Copper Ore und so ein Käse endlich aus dem System rausschmeißen kann, sag ich jetzt mal. Well, maybe let's do this at the next stage of everything. Hier. Was war denn das? Das war die Supplier, ne? Genau, das war die Supplier Pipe. Zack. Hier kommt dann jetzt zum Beispiel rein. Und dann hier muss man ganz wichtig sagen, stellen auf Infinite. Und dann reicht dann hier zum Beispiel auch, wenn ich 1 rein tue, hier 1. Und dann natürlich auch noch den obligatorischen Limestone, der wahrscheinlich in jeder Kiste mindestens 10 Mal drin liegt. Heute mal ausnahmsweise nicht. Auch gut. Nein, Creeper, du wirst mir hier nichts in die Luft jagen. Gucken wir erstmal welchen und schauen wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Lol, wo kommt er denn her? Hier war doch eben erst ein Creeper. So, und dann hier auch noch einer ran. Zack. War der auch auf Infinite, please? So, und wenn ich das jetzt hier theoretisch einfach nur straight nach unten connecte. Ist die jetzt hier schon mal verbunden. Und ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich hier Limestone absaugen lassen will. Original nichts. Okay. Das heißt, dann brauche ich noch Erz-Zwischenablagerungen. Blöd. Warum brauche ich da noch Erz-Zwischenablagerungen? Warum funktioniert das so noch nicht? Na gut, ich meine, ich habe eh die Barrels dafür. Und einfach die, die hier nie sind. Na perfekt, und das sieht man hier ist schon auf 0. Selbst machen wir hier mit vorher mit dem Copper Ore und mit dem Tin Ore. Die werden jetzt hier dann automatisch rausgesaugt.
Wobei es dann irgendwie sinnvoller wäre, weil das mache ich mal schnell. Die Abpumpmechanik. Ach, dammit, jetzt habe ich die Erze nicht mehr, ne? Auf die andere Seite zu legen. Heißt auf Deutsch den Redstone-Block von hier zu klauen. Hier die Hebel dran zu setzen und den Redstone-Block dahin zu setzen. Und dann hier mit der Supplier-Pipe zu arbeiten. Und jetzt brauchen wir erstmal wieder die ganzen Erze. Das sollte aber nicht schwer sein. Hier haben wir auch Copper und jetzt brauchen wir noch schnell Tin. Als ob wir jetzt hier kein Tin haben. Ich bin gerade echt überrascht. Na gut, dann müssen wir es halt schnell suchen. Hier ist nur Copper, da ist pur Copper Ore. Weil mit diesen Purerzen, die werden dann auch auf diese Art und Weise, werde ich hier auch handhaben. Nur, dass die nicht in die Erzverarbeitung reingehen, sondern in meine Küche da vorne. Ich nenne es jetzt einfach mal Küche, weil es für mich effektiv eine Küche darstellen soll. Mein Kochwürfel. Zack. Infinite, das heißt unendlich Ressourcen hier rein befördern. Sind das jetzt hier direkt hoch? Jetzt hat hier dann direkt wieder reinschauen. Das geht instant jetzt da hoch. Und weil ich eigentlich mit Absicht den Weg hier relativ kurz gewählt habe, sollte das auch sehr schnell da oben sein. Eigentlich. Was wir hier nochmal drin? Hier so eine Cobblestone Pipes, ne? Genau. Hier kommt dann jetzt halt alles an Purerzen rein und so ein Käse. Das wird hier eigentlich alles sofort abgesaugt. Deswegen ist es eigentlich ja, ich sag jetzt mal hergeschenkte Übersichtlichkeit, weil effektiv die RCE ja nie drin sein werden. Ich könnte auch mal Birkenholz auslagern. Und Sand vor allem automatisch einlagern, genauso wie Tungsten jetzt. Dafür bräuchten wir wieder. Ah, meine Kopfhörer ist übrigens kaputt. Nach 4 Jahren oder so, wie ich den jetzt schon habe. Er schlagt mich übrigens für den Fall, dass ich noch welche da gehabt hätte. Das ist eh wurscht, aber Kramsprinzip. Jetzt haben wir hier sogar. Oh wow, Limestone und das Zeug wird uns gar nicht angezeigt. Ah, wenn nichts drin ist, wird das gar nicht angezeigt, außer Fertilizer, weil wir da ein Crafting-Rezept für haben, oder wie? Ey, wie cool ist das denn? Ey, dieser Mod ist ja richtig genial. Oh wow, Moment. Dammit. Wir haben jetzt ein kleines anderes Problem. Vielleicht fällt es gerade schon dem einen oder anderen auf. Hier weg. Oh shit.
Das wird schwieriger als gedacht. Gut, wenigstens sauge ich alles instant ein quasi. Oh, warte, ich glaube, das machen wir anders. Oh, jetzt sag nicht, ich habe das. Bitte anlocken. Bitte wieder locken. Jetzt erstmal 5 Milliarden Eier holen und hier reinschaufeln. Auch hier gelockt. So. Diamond Pipe. Die Fassaden dafür haben wir eh noch hier irgendwo drinnen. So genial, dass ich alles da habe. Wenigstens etwas, das funktioniert in meinem Haus. Jetzt war ich hier auf Gelb war Pfingsten. Stone Pipes sind hier. Hier mit Cobblestone. War Sand drinnen. Grün. Okay. Nein. Alter, was für ein Dusel, dass ich irgendwie nie Dinger kaputt mache, ne? So, die Fassaden hätten wir jetzt auch erstmal wieder dran. Die Kiste hierhin. Die Restekiste und dann passt das. Bett ist da drüben. Gut. Schau mal, nice, dass das funktioniert. Eine andere Sache, die ich noch austesten muss, ist, ob man aus so einem Assembly Table über die Crafting Logistic Pipe überhaupt Sachen rausbekommt. Das ist so das nächste Problem. Warte ich. Hier ist theoretisch eine Input-Möglichkeit für den Kreislauf, ne? Das machen wir aber so, dass das nicht der einzige ist. Nämlich hier auch noch eine. Und die. Warte mal, jetzt machen wir hier gleich anders. Ich bin schlau, ne? Hier gleich eine Wooden Pipe hin. Und eine Kiste? Oh Gott. Challenge accepted. Finde eine leere Kiste. Finde eine leere Kiste. Wird eng, glaube ich. Hier ist Copper. Okay, muss ich erstmal so machen. Ah, wieso dauert das eigentlich im Project Table immer so Ewigkeiten, bis das Crafting-Rezept geht? Ich kann es nicht sagen. So, haben wir hier nicht auch noch Iron Nuggets? Ja, yep, Iron Nuggets haben wir auch noch.
gut. So, und jetzt haben wir natürlich hier wieder ein kleines Problem, denn das ist zwar 1-1 kompatibel mit dem Körper hier drinnen, aber Spruce of Planks. Das wird hier bei Gelb. Oh doch, wird sogar schon eingesaugt. Das ist gut. Ich habe nichts gesagt. Aber ich habe immer noch nicht die Textur und Patches hochgetan, ne? Was ist das denn für ein Item gewesen? Vielleicht eine Kartoffel, die ich herein wollte. Ich brauche dann hier noch ein paar Void-Upgrades. Sage ich jetzt mal. Das heißt, ich weiß nicht, ob Logistik-Pipes damit klarkommt. Oder klarkommen würde, wenn ich zwei Barrels mit demselben Inhalt an unterschiedliche Stellen im Haus verteile. Also logisch Sinn ergibt ja eine Kartoffel Dingens natürlich in der Küche, ein Kartoffelfass andererseits für die Mitmenschen, die sollen ja nicht immer in die Küche, sondern die sollen sich das quasi hier abholen. Hier ist mir übrigens beim Thumbnail machen von der Garage ein schöner Creeper explodiert. Danke nochmal hierfür. Ich wollte noch schnell die Query umsetzen. Nicht weil wir unbedingt Ressourcen brauchen, sondern weil wir Ressourcen brauchen, um die Filterung noch weiter zu optimieren. Ich brauche ja noch die ganzen anderen Pure Ores. Ich habe meine Landmarks wieder mal nicht dabei, ne? Das ist so stupid, dass ich die immer vergesse. Tatsächlich. Und was übrigens auch sehr praktisch ist, jetzt muss ich mal schauen, wie sich das langfristig entwickelt, ob wir langfristig mehr Sand brauchen. Ich meine, die Farm selber gibt ja Sand als Abfallprodukt ab. Die Baumfarm zumindest. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das die leere Kiste ist. Nein, du bist die leere Kiste. Genau. Diese Kiste werden dann jetzt über Logistikpipes nachher die Supplier die ganzen Pure Ores rausgeholt. Das heißt, so hätte ich theoretisch übrigens die Erzverarbeitung auch machen können, von Haus aus. Dass ich quasi nicht irgendwie 1000 hier 1000 Barrels brauche für Ground Limestone, für Quick Lime und den ganzen Schmarrn. Ich könnte zum Beispiel auch Plutonium und Yellowium und Uranium direkt über das Logistik-Pipe-System einen Reaktor exportieren. Aber warum? Warum ist dann hier die zündende Frage? Apropos warum, wie sieht es denn eigentlich mit den Batterien aus? Die wird noch gefüllt. Wow. So viel Strom. Ich finde Strom toll. Sag jetzt einfach mal so. Landmarks. Oh Gott, wo sind die denn? Hier nicht. Können es eigentlich nur hier sein. Cool. Da waren sie sogar auch. Und was mir auch irgendwie abgeht, was ich im Singleplayer habe und hier nicht, ist Bauxit. Also Bauxiterz, Aluminium dann. Letztendlich. Keine Ahnung, wo das ist. Weiß ich einfach nicht. Keine Ahnung, ob es das überhaupt gibt oder nicht oder so, ich weiß es nicht. Ich habe grundsätzlich irgendwie nie Schilder dabei, was mein Zeug ist. Ich sehe noch irgendwo Schilder. Ja. Das wäre eh meine, glaube ich. Was ich weiß nicht, normalerweise Bauxit kommt
zumindest das Bauxit, das ich noch von Gregtech in Erinnerung habe. Das findet sich normalerweise in Planes. Das Problem, das ich habe. Wo sind hier Planes? Also hier ist ein Sumpf, bei dem ich über Optifine übrigens die Swamp Colors ausgestellt habe, weil ich die brutal hässlich finde. Man kann sich über Forest ja auch eine Rubber Farm machen, sinnvollerweise. Werde ich wahrscheinlich später auch mal tun. Aber ich suche Bauxit, weil ich will Aluminium haben. Und ja, dafür bräuchte man Bauxit. Da müsste ich wahrscheinlich in die Configs nachschauen vom Server, wo Bauxit genau gespawnt wird. Oh, davon ist eine Plains. Na, endlich. Also, ich hoffe jetzt mal, dass man hier jetzt nicht großartig was verändert hat. Query. Plains. Habe ich Baumaterial dabei? Nein, natürlich nicht. Wieso sollte ich auch Baumaterial mit mir führen? Ich bin gerade überlegen, ob ich nicht noch ein bisschen was Sumpf mitnehmen will. Wow. Ich stelle es einfach mal hier so hin. Ja, ich glaube, für die Rubber Saplings, dass ich das selber fahren muss. Nehmen wir aber hier noch ein bisschen was mit. Um hier noch schnell ein bisschen Dirt zum Hochbauen für die Landmarks. Das heißt, warte mal, ich habe noch eine bessere Idee. Ich könnte theoretisch auch einfach mal richtig hart eskalieren. Ich glaube, das mache ich. Das ist ein System, das ich mal erprobt habe, das funktioniert. Damals noch mit Industrial Craft und Electric Engines. Aber ich weiß, dass es geht. Query habe ich noch dabei, genau gut. Dann machen wir nämlich jetzt mal vier Queries. Hat die ein EMC? Nee, hat sie nicht. Ah, das heißt, sie müssen mit den Energies neu bauen. Mit demselben Farbcode. Das wird dann schon eher ein Problem werden. Naja, obwohl. Na, mal schauen. Wird, denke ich, dann doch kein so großes Problem. Oder ich mache das über Pipes. Ja, ich mach's über Pipes. Das passt dann. Pipes sind voll gut. So. Hier sind meine letzten beiden Querylöcher. So wird dann einfach alles hier hinten auch schon, wenn ich da meine vier Queries auspacke, die ich gleichzeitig befeuern werde. Das System hat sich relativ gut erprobt. Immer mal wieder. Das andere Ding ist, wenn ich das tatsächlich so mache, muss ich hier allerdings dann auf Emerald Pipes upgraden. Wobei ich dann gar nicht. Brauchen Emerald Pipes überhaupt Electrical Engines? Oder saugen die von selber ab? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich dachte übrigens früher immer, dass man für Wooden Kinesis Pipes auch Engines bräuchte. War ganz witzig. Ja, hat sich aber als Fehlglaube herausgestellt. So, wie ist das? Hat die Query ein EMC? Ja, hat sie. Learned. 1, 2, 3, 4. 4 Queries. Pipe. Ja, gut. Rest haben wir eigentlich. Gut. Mehr braucht man nicht. Landmarks und Lever habe ich noch. Muss halt dann nur aufpassen, wo ich die, also wie ich die Queries hinstelle, weil das ist das Einzige, was da nur wichtig ist. Dann eskalieren wir einfach mal ein bisschen. Wir betreiben das alles mit unserem Solar. Warte, Moment mal, ist das eh schon Max Level? Ich glaube, es geht noch auf 6, oder? Ja, es geht noch auf 6.
Das Problem ist aber, dass wenn wir auf 6 machen, kommt eben gar nichts mehr von unserem Zeug hinterher. Und die Query ist auch gar nicht so viel schneller. Tatsächlich, wirklich. Das Einzige, was extrem viel schneller wäre, wären 4 Queries auf einmal. Und das will ich eigentlich dann doch nicht so wirklich. Dass die dann so eskalieren. Weil ich dann echte Probleme mit Abpumpen hätte. Sage ich jetzt mal. Und das will ich nicht. Ich will keine Probleme mit Abpumpen haben. Ah, gibt es eigentlich so Teleporter? Das wäre natürlich toll.